Dies ist eine Reise zu einem versunkenen Kontinent, zu einem Sehnsuchtsort, der auf dem Grund unserer Einbildungskraft liegt. Zu einer Art Atlantis, wo das Geträumte ins Gesehene fließt. Denn das Kino der alliierten Sieger, der Befreier aus dem Westen, hat den Kriegs- und Nachkriegskindern, den ab 1940 Geborenen, eine Heimat gegeben, die ihnen näher war als dieses Deutschland, das doch so sehr mit sich zu kämpfen hatte. Kleiner Junge in Emden, wo ich eine Zeit lang war, nach dem Krieg, und ich war so 7, 8, 9 Jahre alt. Und wenn da immer so in einem Hafen die Schiffe, die amerikanischen Schiffe reinkamen, so Riesendinger, und die Amerikaner dann von da oben uns Kindern, die wir alle da versammelt waren, alle möglichen Süßigkeiten und Obst so runtergeschmissen haben, das war für mich immer, die Amerikaner müssen irgendwie so direkt aus dem Himmel kommen. AFN Bremerhaven, the power. Als die Amerikaner einzogen, US Army, hörte ich meinen ersten Blues. Also ich war als Kind natürlich total fasziniert, weil ich hatte sowas ja nie gehört. Wir sind aufgewachsen mit deutschen Volksliedern und Schlagern und dieses und jenes. Aber das war mir völlig neu und das hat mich eigentlich nicht mehr losgelassen. Alles, was Ken und auch was ich gemacht habe, kommt aus der Idee, dass nach dem Krieg, um die Kultur wieder aufzubauen, war für uns nicht die englische Musik von großer Bedeutung, sondern eigentlich die amerikanische. Bei Mädchen, Mädchen habe ich diesen Song, I'll Be There, den habe ich in New York gehört. Das gab es in Deutschland, in Europa noch nicht. Die haben mir die Rechte für den Film da geholt. Und nach dem Song ist die ganze Musik im Film aufgebaut. David Llewellyn war ganz begabt, der war ein guter Musiker, muss ich sagen, bei Chit Generation. Waren sie Joints. Die Joints heißen jetzt Supertramps. Die hießen damals die Joints, haben sie in kleinen Kneipen gespielt. Da hat David Llewellyn die gefunden. Und kaum hatten sie unsere Filmmusik gemacht, haben sie sich Supertramps genannt. Das ist die Musik in Chit Generation. Es gab keine Ausbildung, es gab keine Filmhochschulen damals. Ausbildung war nur das, was wir im Kino gesehen hatten. Hawks und Ford und Bötticher und wie die alle hießen, das waren postfaschistische Filme und die wurden gänzlich abgelehnt von der Filmkritik, die später uns entdeckt hat. Vor Film dachte ich immer, Film hätte irgendwas mit Bildern zu tun. Amerikanischer Film ist ganz allein die Art, wie Leute reden, wie sie etwas sagen, wie viel Realität sie mit sich aufrühren. John Wayne ist nur die Art, wie er redet. Und dann eben besonders Dean Martin und Mitchum. Da muss man gar keine Bilder zu machen. Die Regisseure haben natürlich Bilder zugemacht, weil sie auch was verdienen wollten. Aber bei Mitchum brauchte man keine Bilder mehr und auch bei Dean Martin nicht mehr. Es ist allein die Magie der Sprache. Hattest du ein Gefühl für das, was deutscher Film ist zu dem Zeitpunkt? Nein. Heimatfilm? Nein, ich bin sehr angloamerikanisiert kulturell aufgewachsen. Verstehe. Also weil ja auch die deutsche Trivialliteratur, was heißt Literatur, also es gibt, glaube ich, kein anderes Land, das so sehr die eigenen Stoffe in andere Länder verlegt. Also wie Jerry Cotton, Edgar Wallace und auch Karl May spielt immer ganz woanders. Im Türkendeutsch lief halt eine große Auswahl internationales Kino. Und so sind wir eigentlich mit dem internationalen Kino groß geworden und natürlich mit dem Schwerpunkt auf dem amerikanischen Kino. Das haben wir geliebt. Wir haben die Filme natürlich im Original sehen können, im Türkendeutsch. Liefen die nachts dann auch original. Deswegen waren wir nachts immer im Kino und konnten die Sachen 7-mal angucken. Wir haben überhaupt nicht verstanden, worüber die reden. Denn das war ja amerikanischer Slang. Ja, das war alles synchronisiert. Also wir haben die Leute nie im Original reden gehört. Das Türkendeutsch war eigentlich das wichtigste Kino. Hawks, Ford, Nicholas Ray, Walsh. Also was wir, glaube ich, gelernt haben bei diesen amerikanischen Filmen, dass es eine große Ernsthaftigkeit selbst in den Komödien ist. Und es ging immer um viel und um alles. Meine Richtung war Abenteuerfilm, ganz klar.
Der eigentliche Grund, warum ich auf die Filmhochschule gegangen bin, waren zwei Sachen. Nämlich erstens, dass ich Italo-Western so wahnsinnig toll fand. Und das zweite war, dass mein Lieblingsfilm Die Abenteurer von Henri Coe war. Und so einen Film wollte ich auch mal machen. Das war einer der Gründe. Wenn du dich stark auf Unterhaltungsfilm kaprizieren wolltest, da musste man schon schauen, wann man das sagt und wann nicht. Genrefilm. Produktionsformat, das durch seine Konventionen die Rationalisierung der Herstellung ermöglicht. Ich weiß nur, dass ich bei diesem Vorstellungsgespräch gesagt habe, ich möchte das Wort Genrefilme war damals nicht so populär, Trivialfilme machen. Verbunden mit dem Versprechen einer künftigen Lust- oder Unterhaltungserfüllung. Und da erzählt Max Ferberbeck heute noch immer noch, dass ich gesagt hätte, ich möchte schlechte Filme drehen. Genre-Kino braucht Alltag. Genre-Kino braucht die Tatsache, dass man die Filme fast wie Nahrungsmittel guckt. Nachdem meine Mutter 7-mal hintereinander in Madonna der 7 Monde gegangen ist mit Stuart Granger, weil sie den so toll fand, hatte ich in der Beziehung natürlich jemand, der das verstanden hat, wenn ich irgendwie in einer Woche 5-mal in Mein Liebner 2-mal gegangen bin. In Remscheid. Da gibt es sowas wie einen Schützenverein, da gibt es wahrscheinlich sowas wie eine Feuerwehr, dann gibt es einen Kindergesangverein, das ist schwul, da geht man nicht hin. Also vom Vater aus schon mal nicht. Das Wichtigste bei Bettgeflüster war für mich, dass ich in Rockhatzen einen Mann gesehen habe, dem ich was erzählen könnte. Wenn du als schwules Kind in der Provinz aufwächst, dann sind es sozusagen deine ersten Ansprechpartner. Ich glaube, dass man unbewusst sozusagen, wenn man Lana Turner sieht, ihre Großzügigkeit aufnimmt. Und das ist etwas, was man in Schauspielern erahnt. Man kann mit ihnen über was reden, weil sie müssen ja auch dauernd was herstellen. Man fängt ja an, über die Schauspieler auch nachzudenken. Und man fängt ja auch an, darüber nachzudenken, wie hat Mario Bava der 22-jährigen Dalia Lavi erklärt oder beigebracht, wie das ist als Masochistin, einen Film lang davon zu träumen, dass sie geprügelt wird von Christopher Lee. Ich habe ihn nicht besonders viel erlebt. Das, was ich auch gesehen habe, so vom Autorenfilm, fand ich zum Teil ganz gut, aber irgendwie fühlte ich mich anders. Nun war ich auch durch diese wirklich jahrelangen Aufenthalte im amerikanischen Kino war ich irgendwie anders geschult. Ich hatte immer von Anfang das Gefühl, es müsste etwas sein, wo auch ein großes Publikum sich unterhalten fühlt. Ein bisschen, ja. Das wurde nachher immer komischer noch. Wir landeten ja dann, ne, wie du wahrscheinlich weißt, wir landeten dann ja da als die Kuchenfilmer. Dieser Begriff hat sich dann ja irgendwie durchgesetzt, als die Akademie sich so politisierte. Also ich kam ja von Hamburg dahin, da zur Schule. Und ich kam so ganz unbelastet politisch in einem CDU-Haushalt in diese unglaubliche politisierte Filmakademie in Berlin. Aber ich konnte nie so radikal werden, wie viele da waren. Und ich wollte nach wie vor, was die eigentlich ganz blöd fanden, ich wollte nach wie vor Filme machen. So für richtig Filme, klassische Filme machen, Erzählkino machen. Das war natürlich in diesen 2-3 Jahren, die da plötzlich Ende der 60er Jahre so unheimlich heiß wurden politisch und so, war das nicht besonders angesehen. Holger Mainz hat in meiner Gruppe noch auch gearbeitet. Ich mochte ihn immer sehr gerne. Er war ein sehr, sehr scheuer Typ und sehr still und hatte irgend so was sehr Künstlerisches. Ich fühlte mich immer zu dem hingezogen. Und was für eine Überraschung das dann war, was später dann aus Holger wurde. Das war so eine Dreiergruppe, Lemke, Thome, Zielmann, die waren Filmkritiker gewesen, Eckhard Schmidt noch. Und dann kam eines Tages Thome, du, wir haben 10.000 Mark vom Seitz, wir können einen Kurzfilm drehen. Und dann ist dieser erste Kurzfilm mit Lemke entstanden, Die kleine Front. Du musst bedenken, wir waren damals sehr jung, also 24 oder 23. Und wir sind ins Kino gegangen und hatten kein Geld und auch keine Freundin, was ein hartes Ding ist, wenn man 23 ist. Wo wir doch Filmregisseure werden wollten, hätte irgendwas passieren müssen mal. Und dann hatte Enke plötzlich so ein merkwürdiges Model an der Hand. May hatte May und die wurde in der Zeitung abgelichtet. Und es war ein großes Rätsel, wie das passieren konnte. Enke war ja vorher sozusagen ein Lemke-Darsteller.
Und ist dann aber ganz gut gefahren, dann sich von seiner May inszenieren zu lassen. Immer diese Phrasendrescherei. Du bist schlimmer als meine gesamte sonstige Verwandtschaft zusammen. Wir haben geguckt, dass wir dieses Enke-Universum in unsere Filme reintun und das Amerikanische trotzdem lassen. Enke war unsere Hommage an Belmondo und Belmondo ist eine Hommage an amerikanische Stars. Jean-Marie Straub hat noch in einer Nacht den Festivalleiter in Oberhausen, den kannte der, angerufen, dass dieser Film Manöver noch ins Außenprogramm, also nicht ins Hauptprogramm reinkam. Jetzt waren wir in Oberhausen und es war der letzte Tag und die Journalisten, es war nachts um zwei, die waren fertig, die waren müde, besoffen und dann mussten sie den Film noch gucken. Los, mach mal Weltmeisterschaft im Fresseschneiden. Vielleicht. Und er hat auf einen so einen Raum, so groß wie diesen hier, angezündet. Die waren begeistert. Speichel, Joe. Und da haben wir uns in so einer ganz billigen Absteige in Duisburg dann geschworen, jetzt riskieren wir auch einen Langfilm. Der Kurzfilm hat 5.000 Mark gekostet in Schwarz-Weiß. Mal 10, dann haben wir noch ein bisschen Luft, 90 Minuten. Dann kriegen wir für 50.000 Mark auch einen Langfilm hin. Und den hat die May dann drehen wollen. Und so ist das Schätzchen dann in die Puschen gekommen. Zur Sache, Schätzchen. 89 Dritte. Also zur Sache. Beobachtet und mit Anmut aufgezeichnet von der jungen, charmanten May Spiels. Warum ist May Spiels nicht bis heute das leuchtende Vorbild für jede Filmschulabsolventin? Frauen, Komödie, Kino, Erfolg! Übrigens das einzige Genre, in dem Frauen nach Oberhausen, die sich dann noch versuchen, auch erfolgreich werden, wenn man an Doris Dörrie denkt, Katja von Garnier, ne? Also Beziehungskomödie. Ich glaube, es handelt sich um eine bestimmte Art von Komödie, die besonders erfolgreich ist, aber auch besonders unterstützt wird, sowohl von der Politik als auch von der Förderung, als auch von Produktionsstrukturen. Und es ist deswegen, glaube ich, eine besondere Entwicklung von Genrehaftigkeit, weil was anderes wiederum zurückfällt. Und das wäre körperbasierter Humor, für den es auch eine große Tradition gibt. Im Grunde ist das die Urkeimzelle des Kinohumors. Das ist der Slapstick, wo es wirklich um Körper geht, die sich verdrehen, dass Dinge furchtbar agil werden, fliegende Torten, hochschnellende Besenstiele, dass die eigentliche Macht haben. Man kann an Jacques Tati denken, der noch mal in den 60ern ein großes Interesse dafür entwickelt, was eigentlich lustige Dinge sind, wie die selber klingen. Deren Dialoge sind viel wichtiger als die der Menschen. Die sind immer zurückgeschraubt, hört man nicht viel. Im französischen Film, die sagen eigentlich nichts. Und das war ja bei ihm. Der hat ja nur mal Hulot. Der entwickelt auch einen sehr klaren Blick dafür, was die Moderne, auch die filmische Moderne, damit zu tun hat. Aber eben auch mit dem Blick auf das, was schon mal möglich war, da noch mal anzusetzen. Es gibt vielleicht Leute, die auch sagen, das ist eben nicht fortschrittlich, sich noch mal darauf zu besinnen, was das Kino mal war. Der Geißler war damals der Gardmann. Gard ist eine für Haare, irgendwie ein Spray. Und Geißler hatte gesehen, Die kleine Front, mein erstes Ding. Und Geißler hatte Geld. Und so fand der Film 48 Stunden bis Acapulco statt mit einem Mini-Team. Ich glaube, ich habe Maske gemacht, ich habe die Kasse gemacht, ich habe also all diese Dinge gemacht, sodass die anderen nur künstlerisch tätig sein mussten. Und die Hauptrolle gespielt. Ja, ja. Auch diesen Jungfilm da mit Klaus Lemke, Acapulco, wir fanden das toll in München, Rom. Alles auf einer Silbe so runtergeleiert und das Gesicht durfte nicht verzogen. Dann gehst du jetzt. Ja, ich gehe jetzt. Das fanden wir wunderbar, also toll. So, als ich das Werk dann gesehen habe, fand ich das unvorstellbar doof. Ja, ich fand das total doof und Fassbender kam dann noch irgendwie auf den Film, weil er sagte, also liebe gnädige Frau oder Fräulein, wir sollten mal Probeaufnahmen machen für Leni Riefenstahl. Das würde mich mal interessieren. Und dieser Acapulco, also dein wunderbares Werk, da habe ich gedacht, die sind nicht ganz dicht. Lemke wurde von Peter Berling angesprochen. Weil Peter Berling hatte wohl auch schon Kurzfilme mit ihm gemacht und er wollte unbedingt mit der Ira von Fürstenberg Negresco machen und Lemke sollte die Regie machen. Ein Lemke-Film, der mir immer so ganz, ganz intensiv in Erinnerung geblieben ist, ist Negresco 4 Sterne, eine tödliche Affäre,
wo Klaus versucht, so quasi in den interkontinentalen Franzosenfilm mal so von unten komplett zu tunneln. Und als ich überhaupt die geringste Chance hatte, dass ich Gérard Blin, der nun wirklich ein Star war, der damaligen Zeit, dass ich mit dem einen Film machen kann, mit einem Howard Hawks-Darsteller. Das war dann der erste echte Howard Hawks. Denn die Tochter von Hardy Krüger war ja nun nicht Hardy Krüger. So war ich noch nicht nah genug dran an Howard Hawks. Aber mit Gérard Blin war ich direkt Howard Hawks. Ich konnte jeden Abend mit jemand reden, der mit Hawks geredet hat. Für was anderes habe ich mich auch kaum interessiert. Denn den Rest hat der Berlin gemacht. Das war so ein bisschen die Opulenz dessen, was ich mir so vorstellte. Aber wenn man das selber produziert, merkt man auch bald, wo die eigenen Grenzen sind. Und es war von der Produktion her eine ziemliche Katastrophe. Hier, meinen Kopf ein bisschen mehr links. Mein Beruf? Fotograf. Wäre ich mal dabei geblieben. Habe immer Jobs gehabt. Irgendwie lief es. War nicht toll, aber es lief doch. Diese wirklich süße Ira von Fürstenberg, eine Agnelli-Tochter. Man kann in Italien nicht mehr sein als eine Agnelli-Tochter. Oder man ist der Papst eben. Und durch die Fürstenberg habe ich dann auch kennengelernt die Bardot, mit der ich dann befreundet war. Und wenn Ira die Fingernägel lackieren wollte, flog sie nach London, ich flog mit und wir trafen Mick Jagger zum Abendessen. Und wenn wir in Venedig wieder landeten, wo ihr ein ganzer Palast gehörte, dann stieg auch Andy Warhol aus und begrüßte sie und ich wurde vorgestellt als das neue Genie. Aber all das war plötzlich nicht mehr dieser amerikanische Jungsfilm, den ich so mochte. Das war europäische Schickeria. Meine gesamte Begeisterung für Film ging verloren. Plötzlich habe ich jedes Verhältnis verloren zu meiner Umgebung. Ich habe mir gedacht, dass du hier rumhängst. Ich möchte dein gutes Gedächtnis anpumpen. So. Ich war plötzlich wirklich nur mit Stars und Starfilmen und große Sachen. Und so sollte das immer weitergehen. Aber ich hatte wirklich, ich war nicht mehr da drauf, auf diesem Ding. Ich musste wieder zurückkommen. Ich musste wieder dieser Junge werden, der ich mal war, mit 22, 23, der nichts hatte. Der dieses fantastische Ding, meine Jugend. Und das habe ich erst wieder richtig gekriegt, indem ich auf Rocker getroffen bin. Und da habe ich alles kapiert. Wenn die über die Straße gehen, der Paul mit dem kleinen Jungen, den er nachzieht, dann ist die Straße nicht abgesperrt worden. Das sieht man. Und das ist der ganze Film. Die gehen über die Reeperbahn. Denn in der Reeperbahn fährt jeder Lude auf dich drauf. Alles, was diese Filme groß macht, wie zum Beispiel teilweise das partielle Scheitern, wie das Aufgehen in der ganzen Gegenwart seiner Darsteller. Also weißt du jetzt, wo Grünwald liegt? Nein. Langsam glaube ich, dass du ein bisschen doof bist. Sag das nochmal. Langsam glaube ich, dass du ein bisschen doof bist. Ich hau dir gleich ein paar. Dann kam Paul dazu, der natürlich auch in seiner Genialität wie die Rocker provozierend reden konnte. Seitdem nehme ich nur Leute in den Hauptrollen, von denen ich das Gefühl habe, dass sie stärker sind als ich. Paul war immer ein Top-Alkoholiker. Bei den meisten Filmen liege ich am Boden und wenn er geht, trete ich ihm in die Waden. Dann ging der einen Schritt nach vorne. Aber nicht oft, weil das war sinnlos, ihm zu sagen, wir müssen jetzt aus dem Grund, also sowas konnte man gar nicht anfangen, so ein Kram. Schigoda hat den Film geschnitten. Ich verdanke Schigoda wirklich viel. Der hat Sylvie gemacht. Der hat Paul geschnitten. Bei Paul wurde ein ziemlich anderes Drehbuch verfilmt als das, was der Sender abgenommen hatte. Und man muss dem Redakteur Helmut Rast wirklich also ziemlich viel Mut bescheinigen. Der hat ja dann im Lauf der Dreharbeiten gemerkt, dass hier was anders gedreht wird als das abgenommene Zeug.
heute kaum mehr vorstellbar, dass ein Redakteur so viel Mut zusammenbringt und es durchboxt. Shigoda hat ein anderes Ende, wo dieses Haus, wo dieser Paul dann ja losgeht mit der Maschinenpistole und dieses Haus, diese Villa dort anzündet. Und das haben wir auch damals größenwahnsinnig wirklich gedreht. Und es sieht auch so aus, als würde er es, als wäre es wirklich angezündet, als wäre das das Ende. Und das wollte Shigoda und ich wollte das nicht. Ich wollte, dass er einfach so in dieser Teletotale geht und eine Bedrohung ist für die ganze Welt. Da aber Shigoda natürlich auch oft gemacht hat, was er wollte, zum Glück, musste ich das negativ vernichten, sonst hätte er den Schluss rangetan. So ging das damals so. Diese letzte Rolle, die wurden von Klaus und Rast, glaube ich, so ein bisschen beseitigt. Ich glaube aber auch, dass Klaus das auch irgendwie zu unheimlich war. Also dieser Schluss, wo dann alles in Schutt und Asche fällt. Es war schlimm genug, dass Sylvi tot war. Aber dass dann noch Paul, das Ganze mit der toten Sylvi drin, die Villa anzündet, das war ein bisschen zu viel Götterdämmerung. Auf einen Film, den ich drehe, kommt mindestens ein Film, den ich wegwerfe, ein fertiger Film. Ich mache die Filme nur für mich. Ich bin ja auch kein Regisseur. Ich führe die Leute nicht, ich folge ihnen. Ich beobachte sie, was passiert in dieser Dynamik, die sie untereinander haben. Und dann drehe ich das so 14 Tage, mal so, mal so. Und dann treffe ich den Florian Kohler, der auch mein Cutter ist und auch mein Consigliere. Und wir schauen nur an, ob sich dort etwas entwickelt, worum es im Film ganz allein geht. Nämlich, dass der Film eine eigene Logik entwickelt. Diese Spielerische, das sind alles quasi Frivolitäten, Verantwortungslosigkeiten, die man nicht mehr haben will. Man will verantwortungsvolles Kino. Das ist halt so ein Kino, das sich einfach allem verweigert, was man jetzt so gerne mal so ein bisschen haben möchte. So, nämlich eine Kontrollierbarkeit. Lemke kontrollierst du nicht. Das ist das wirklich Beste an meinem Leben. Ich gehe zum Drehort und habe keine Ahnung, wie die anderen auch. Wer anspruchsvoll, kreativ, innovativ als Drehbuchautor arbeiten wollte, musste ja eigentlich vom Film zum Fernsehen wechseln. Dann kam der neue deutsche Film, da boten sich andere Gelegenheiten, aber zum Beispiel für Autoren auch nicht so besonders, weil es ja eine Eigenheit des neuen deutschen Films war, dass er dieser Ideologie des Auteurs huldigte, weshalb ja, wenn sie schon nicht selbst schrieben, und das taten sie meist, aber dann die Regisseure doch wenigstens die Hoheit auch haben wollten über den Text. Das heißt, die Autorenrolle ja zurückgedrängt wurde, während das Fernsehen, das vom Rundfunk her kam, dem Autor absoluten Vorrang einräumte. Hey, nur langsamer geht's wohl nicht. Wir hatten natürlich das große Glück, genau in diese Zeit zu kommen, wo das Fernsehen sich neu erfinden musste. Die hatten noch die ganzen alten Regisseure, die ganzen alten Formen des sogenannten Studio-Fernsehspiels und so weiter. Und dann kamen von ganz verschiedenen Richtungen, vom Autorenfilm, vom Independent und eben auch von so einer neuen Form von Unterhaltung plötzlich Leute und haben was ganz anderes gemacht. Und der WDR war der Sender, der dafür offen war. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Trans-Europa TV und der Stabil-Elite Trust, der Konzern Ihres Vertrauens, begrüßen Sie zum letzten Spieltag des Millionenspiels. Also wir haben da so eine Kontinuität, wo der deutsche Film in den 60er Jahren in die Talsohle kommt, da kaum etwas möglich ist, Talent in das Fernsehen abwandert, weil das Fernsehen zweierlei hatte. Es hatte zum einen einfach mehr Geld, es hatte zum zweiten aber bot es mehr Freiheit. Wir unterbrechen unser Programm und bringen Ihnen folgende amtliche Bekanntmachung. Die Landesanstalt für Emissions- und Bodennutzungsschutz gibt Folgendes bekannt. Die anhaltende ungünstige Wetterlage. Menge hat dann aus diesem recherchierten Material, mit O-Tönen, mit Originalanekdoten, dann diesen Film gebaut, der natürlich ein fiktionaler Film ist, der auch eine gut gebaute Handlung hat, der aber ganz wesentlich auf Recherche beruht. Diese Tatsachenbasierung. Das war natürlich die Spezialität von Wolfgang Menge. Das war aber eben etwas, was das Fernsehen auch sozusagen besser konnte. Es ist Smoke-Alarm, Stufe 1. Wir bitten die Besitzer von Kraftfahrzeugen, Fahrten auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Also wir kennen ja alle diese berühmte Geschichte von Orson Welles mit Krieg der Welten. Aber wirklich realisieren konnte man dergleichen eben erst im Fernsehen. Und Wolfgang Menge hat das dann eben mit dem Millionenspiel gemacht. Das Fernsehen ist eben ein Live-Medium.
Und dann diese Show, wo drei Killer einen Kandidaten jagen. Dann passiert es eben, und so ist es ja auch passiert, dass die Leute es für ernst nehmen und dann anrufen, weil sie empört sind, oder anrufen, weil sie sich auch als Kandidat empfehlen möchten. Ich möchte allen denen zu Hause sagen, die gesagt haben, 1 Million ist viel Geld, da mache ich mit. Wolfgang Menge hatte eine Fähigkeit, diese besonderen Qualitäten des Fernsehens auszunutzen und damit in den 70er Jahren, Ende der 60er, frühe 70er Jahre, eine Reihe von Werken zu schaffen, wie sie im Kino unmöglich waren. Wir haben bei Aufforderung zum Tanz also so alles, was es in diesem Alter oder halbwegs in diesem Alter gab, in Deutschland durchgecastet. Dann hat mir jemand einen Tipp gegeben, es handelte sich um Heinz Hönig. Und da war klar, Heinz Hönig ist mein Theo. 100%. Heinz Hönig sollte besetzt werden. Aber zur gleichen Zeit wiederum drehte die hochverehrte Kollegin Helma Sanders für den WDR einen Film, Heinrich hieß der. Und da spielte Heinz Hönig eine Rolle. Das war kurz nach unserer Drehzeit. Und Helma Sanders sagte, nein, Heinz Hönig kann ich nicht hergeben, der spielt bei mir, der muss sich vorbereiten. Helma Sanders wollte nicht, dass Heinz Hönig vorher spielt. Und dann noch in so einem Kasperl-Film wie unserem. Das ging nicht, also habe ich Heinz Hönig nicht gekriegt. Und wir fingen wieder an zu suchen. Und das Lustige war, dass Gabi eines Tages kam und sagte, nimm doch den Müller-Westernhagen. Sag ich, wie, das ist das genaue Gegenteil von der geschriebenen Rolle. Das war ein Schlägertyp, das war ein Halbstarker, der ursprünglich geschrieben war. Ja? Und sag ich, aber das ist doch völlig gegen die Rolle. Ja, aber der ist gut und glaub mir. Und das kann viel spannender werden, wenn du den sozusagen gegen die Rolle besetzt. Naja, kurz und gut, ich habe mich diesen Vorschlägen gefügt und es war richtiger, hätte ich es nicht machen können. Ich verstehe kein Wort. Sag mir lieber mal, was mit meinem Geld ist. Deshalb bin ich doch hier, Manni. Da muss mir noch mal 200 Mark leihen, weil ich unbedingt mit Emi glatt werden muss. Da steht nämlich selbst bei Ferdi noch mit 500 offen. Und Ferdi, der muss jetzt langsam mal die 2000 abdrücken, sonst kriegt Erich keinen Kredit mehr. Da kann er mich nicht auszahlen und mit deinen 300 ist auch Essig, ist doch klar, oder? Verstehe immer noch kein Wort. 200 Mark. Kann Enno dafür gut sagen? Ich hab Prokura. Als Aufforderung zum Tanz fertig war, sind wir damals zu Rohrbach, er noch Chef vom Fernsehspiel. Und alle haben gesagt, hey, den Film könnte man doch ins Kino bringen. Und Rohrbach sagt, nein, das ist eine Fernsehproduktion, das bleibt im Fernsehen, aus dem aus. Wir waren besessen, ins Kino zu kommen, das muss man schon sagen. Also Kino war für uns einfach, da wollen wir hin, da wollten wir mit den Filmen hin. Dann haben wir gesagt, ja, aber dann machen wir noch eine Fortsetzung. Als Kinofilm, ob er denn damit einverstanden ist, hat er gesagt, ja. Und das wurde dann der Theo-Film. Niemand wollte so einen Käse fördern. Das führte aber dazu, dass Rohrbach die WDR-Summe aufgestockt hat. Als dann aber bei den Dreharbeiten also alles schief ging, was schief gehen konnte, ja, wir brauchten also schnell Geld, mussten dann als Co-Produzenten sowohl den Filmverlag als auch dann Herrn Kaden aus Stuttgart mit einbeziehen, die jeweils mit der großen Summe von 100.000 deutschen Mark eingestiegen sind und dafür ein Drittel der Einnahmen kassiert haben. Und zwar gleich von der ersten Mark an. Also das heißt, damit haben wir natürlich das, was dann später der Film, als er erfolgreich war, was er gebracht hat, das war so gut wie weg sozusagen. Ich werde nie vergessen, wie ich zum Reinhard Hauff auf der Türkenstraße sagte, sag mal Reinhard, ist das nicht toll, dass wir jetzt irgendwie innerhalb von wenigen Wochen, wir haben hier 2 Millionen Besucher gemacht mit dem Film, innerhalb von ein paar Monaten. Und Reinhard sagte, naja, ist halt eine Komödie. Seit 10 Jahren höre ich von dir jeden Tag Vorwürfe. Nichts als Vorwürfe. Kannst du nicht einmal sagen, Theo, das hast du toll hingekriegt? Gut, Bernd Eichinger sagte damals, da musst du unheimlich aufpassen, weil das ist jetzt einmal passiert. Aber du läufst rum, also als wenn du denkst, das geht jetzt beim nächsten Mal immer so. Das Ende von Tura, dafür gibt es 2 einfache Gründe. Grund 1 war, wir haben eine einfache kaufmännische Regel einfach ignoriert. Die heißt, wenn du kaufmännisch tätig bist, musst du Geld verdienen. Und haben letztlich uns dann übernommen mit 1-2 Produktionen. Und dann ist das ja, war das ganz schnell wieder das Ende. Und ich meine, man muss ja auch sehen, bei den Filmen, die wir gemacht haben, es war der Einzige, der richtig Geld verdient hat. In den 60er Jahren war das Verhältnis von Film und Fernsehen ja wesentlich dadurch bestimmt, dass sie sich Konkurrenz noch machten. Eine Konkurrenz, die das Fernsehen gewann. Nicht nur beim Publikum. Das Publikum wanderte ab. Die Fernsehzuschauer nahmen zu, die Kinos wurden geschlossen. Sondern auch bei dem Talent. Das war nicht mein Medium. Und ich sage, ich mache jetzt so, das ist völlig richtig, sozusagen unter der Decke mache ich einen Kinofilm.
und so nach den ganzen Prinzipien so eines Kinofilms. Und das haute unheimlich hin. Man auch weiß, dass wenn so ein Tatort lief, da waren die Straßen leer. Deswegen geht auch ein Regisseur wie Wolfgang Petersen, der ja eigentlich zum Kino will, relativ bereitwillig zum Fernsehen, bevor er sich dann aus dem Fernsehen wieder zum Film hinarbeitet. Eine Bewegung, die ja das Fernsehen insgesamt auch gemacht hat. Denn es ist ja der Leiter der Fernsehspielredaktion des WDR, Günter Rohrbach, der all diese Fernsehexperimente ermöglicht hat, ganz wesentlich. Und der dann die Bavaria übernimmt und dann dort das Boot macht. Diese Geschichte mit dem Rohrbach, als der mir das Boot anbot, das war irgendwie, werde ich nie vergessen. Er war ja gerade vom WDR sozusagen als Boss der Bavaria Studios rübergekommen und da lag nun dieses Boot, was die Amerikaner ja machen sollten, und rostete da so ein bisschen rum. Und da sagte er, lieber Herr Petersen, ich würde doch sagen, Sie sollten das machen. Und da dachte ich, aha, wir sind angekommen, also da beim großen Kinofilm. Aber er sagte, da hatte ich dann auch, erinnerte mich so ein bisschen an die Filmakademie, er sagte zu mir, wir wollen eine Fernsehserie machen daraus. Und dann vielleicht auch daraus einen Kinofilm schneiden. Ja, so fing das an. Und ich dachte dann schon, habe ihm es nicht gleich gesagt, dann dachte ich, warum nicht the other way around, verstehst du? Also ich sah sofort den Kinofilm natürlich. Und er sagte, er hätte 10 Millionen Mark für die Serie. Na gut, also das Endergebnis war natürlich dann doch ganz anders. Es war der große Kinofilm, der als erster rauskam. Und es wurden aus den 10 Millionen Mark wurden dann 30 Millionen. Also das Fernsehen selbst hat die Aspiration entwickelt, filmischer zu werden. Zum einen also den neuen deutschen Film fördert, zum anderen aber selbst auch große filmische Produktionen haben will. Und diese berühmte Formulierung von Rohrbach eben, den amphibischen Film schafft. Der amphibische Film, der sozusagen an Wasser und an Land leben kann, also im Fernsehen und im Kino. Wir hatten ja alle so ein bisschen Angst davor. Vor allem, wenn man gehört hat, dass die Amerikaner zweimal das Handtuch geworfen hatten. Nicht nur aus irgendwelchen finanziellen Gründen oder so, sondern wirklich auch aus technischen Gründen. Die Amerikaner hatten das vorher alles so bequem eingerichtet, dass alle Wände, Seitenwände, konnte man aufmachen. Man konnte so schön im Regiesessel sitzen und sagen, du kommst von hier und du kommst von hier. Nicht? Und das Licht von außen. Eigentlich alles, damit es gar nicht so richtig wie im U-Boot wirkt, wenn man das so macht. Und dann haben Vakano und ich gesagt, nee, wir machen es ganz anders. Wir zwingen uns in der Röhre, so wie sie ist, geschlossen, nicht aufmachen. Geschlossen die Bilder zu machen und drin zu drehen, die ganze Zeit, immer. Dadurch kam diese, was viele ja eben so loben an dem Film, die wirkliche Gefühl von Klaustrophobie. Und diese erstaunliche Truppe von völlig neuen Gesichtern, und das war auch wieder so eine Qualität der Sache, was Authentizität angeht, dass du das Gefühl hattest, da sitzt mit denen da im Boot und du lebst das mit. Ich glaube, wir haben wirklich auch viele selbst erfunden. Und also einer, der so eine Verbindung war zu diesem amerikanischen Film, war wirklich der Charlie Bum Bum. Ne? Mit seiner Visual Effects und mit seinen Spezialeffekten. Bei der unendlichen Geschichte, da musst du einen Schritt weitergehen. Da fing es ja schon an mit damals Bluescreen und solchen Sachen. Das war ja der Übergang. Da war ja auch ILM damals, die berühmte George Lucas Gesellschaft, involviert. Das war dann sozusagen der nächste Schritt für uns. Der Film war immer in seiner Ausrichtung international. Und da ist Hollywood dann sozusagen der größte Stern am Himmel. Man merkt auch schon in den 80er Jahren, wenn es wirklich kaum noch Industrie gibt, dann werden die Genrefilme auch immer singulärer. Die haben den Jungen umgebracht. Damals wollte ich im Grunde genommen mit Männern arbeiten. So. In Deutschland gab es den Götz George und sonst nichts. Eine allgemeine Männlichkeitswelle überfiel das westdeutsche Kino am Beginn der 80er. Der Körperschweiß wurde zum Fetisch. Die Gesichter glänzten, die Muskeln schwollen. Ein körperliches Kino, ganz klar. Ein körperliches Kino. Wenn ich zu einem männlichen Schauspieler sage, ja, hier hast du eine Pistole, halt sie richtig. Der schießt, der hält die automatisch richtig. Wenn ich zu einem Deutschen sage, halt eine Pistole oder schieß mit der Pistole, der schießt ihm Fuß. Ob der Claude Oliver Rudolph oder der Grönemeyer oder der Ralf Richter und so weiter, die haben bei mir in Bochum, ich habe ja in Bochum Kampfszenen arrangiert. Mit 20 Jahren war ich ja Karatelehrer. Ich habe dreimal die Woche trainiert und ich habe ungefähr 180 Schüler gehabt. Wenn ich mir vorstelle, das hätte 10 Jahre vorher stattgefunden, da hätte ich 0 Schüler gehabt. Die waren auch daran interessiert.
Die wollten von mir wissen, wie man sich gegen Polizisten verteidigt. Ganz simpel. Ganz simpel. Nicht, wenn er mit dem Knüppel kommt, dann bleibt. Nein, die wollten das wissen. Wenn du dann die Leute fragst, die 10 Jahre vorher dabei waren, die hätten gesagt, um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Nach den Hippies der 70er Jahre, der RAF, nach dem aufgerüsteten Staat, nun also eine Generation, die den Nahkampf suchte, den Körper stählte. Schwarzes Leder, Männerkraft. Abwärts natürlich. Ich weiß jetzt nicht den wirklichen Grund, vielleicht wegen des Hypes, den es damals auf Götz-George gab. Vor den 80ern, nach den 80ern, kaum maskuline Hauptdarsteller im deutschen Film. Warum? Möglicherweise hat es aber auch mit der Unsicherheit der Regisseure, mit solchen Kalibern zu arbeiten. Also das hat ja auch, das hat ja mit den eigenen Eiern auch zu tun. Also wie so Geschichten belegen, dass Fassbinder George eingeladen hat und sich nicht getraut hat, mit dem zu reden. Schenkel kam in mein Büro in München und ich kannte ihn ja gar nicht. Da stellte er mir das Drehbuch vor, ne, abwärts. Schmeiß das Ding weg oder ich bring dich um, du. Ich habe mir Götz Wetten laufen gehabt, was ich machen muss, damit er eine bestimmte Szene dreht. Also der hing, hat sich mit zwei Händen festgehalten, 15 Meter über dem Schacht. Da war nichts, ne? Da gab es gar keine Spezialeffekte. Jetzt bist du dran. Er hat gesagt, du musst mehr Klimmzüge schaffen als ich. Und hat da 9 vorgelegt. Ne? Und ich habe 15 gemacht und habe dann gefragt, soll ich noch welche zulegen? Ja, auf diesem Niveau, ne, das ist ja, ne, haben wir wirklich die Spezialeffekte gedreht. Wir hatten ein Problem gehabt beim Start des Films. Weil Götz-George war ein Fernsehstar. Leute, die sich solche Filme angucken, sind nicht ins Kino gegangen. Weil sie dachten, na ja gut, das ist ein Fernsehfilm, den sie halt jetzt im Kino zeigen. Frank Elsner hat dann in der Sendung gesagt, das ist der spannendste Film, den ich seit ich weiß nicht wann gesehen habe. Sie müssen ins Kino gehen. Und das war dann der Durchbruch. Und am Sonntag mussten die Kinos, die den Film gehalten hatten, ihn vom kleinsten Haus ins größte Haus umsetzen. So ein Andrang war am nächsten Tag. Es ist immer ein Kampf, letzten Endes das durchzusetzen in einer Landschaft, die eigentlich Genre-Kino eben Geschwindigkeit und Serienproduktion komplett, also eigentlich gar nicht verträgt. Als ich nach Amerika bin, war das, weil ich so ein Limit gemerkt habe in München, wo mir zu viel entgegenkam. Wenn du von 70 bis 86 in München warst, ja, dann habe ich eigentlich viel mehr, wenn man das so sagen darf, gemerkt, wie Dinge verschwinden, als dass da noch was kommt. Warum nicht so weitermachen mit Stoffen in Deutschland, so wie eine Art Hollywood in Deutschland? Da war irgend so ein neuer Wind da, eine neue Hoffnung, eine Wende sozusagen. Aber, und ich hatte dann ja auch, wie viele wissen, auch das Gefühl, man müsste den Klaus Störtebeker, den diese Piratengeschichte machen, das wäre ein toller, großer Stoff für so einen großen Film aus Deutschland heraus, mit einer deutschen Figur. Hat aber leider nie geklappt. Und dann kam eben Enemy Mine, ein Film, das ein amerikanischer Film war mit Dennis Quaid und Lou Gossett Jr. Und man mich fragte, ob ich den übernehmen wollte. Und ich habe gesagt, okay, das mache ich aber nur, wenn wir den Film in Deutschland in der Bavaria noch mal drehen. Haben wir auch gemacht. Das war dann der dritte große Film, der viel Technik und mit viel Aufwand in Deutschland gedreht wurde in der Bavaria. Und dann war aber auch irgendwo Schluss. Also dann merkte man doch, also, dass nicht die Stoffe nur so rumliegen in Deutschland, mit denen man jetzt so weiter große, schöne, unterhaltsame Genrefilme oder was auch immer machen könnte. Aus dem Traum, eine Art United Artists von westdeutschen Regisseuren im Schoß der Bavaria-Film zu gründen, wurde nichts. Der Regisseur des Boots ging endgültig in die USA, ihm gleich auf den Fersen der rasant erfolgreiche Roland Emmerich. Und es folgte auch Karl Schenkel, dessen Karriere in Übersee nicht ganz so glücklich verlief. Die Hoffnung auf ein Unterhaltungskino mit Spannungsgenres erstirbt jedenfalls nach kurzer Blüte. Und war der Sprung nach Amerika, war das ein schwerer Entschluss? Nee, das war nicht schwer. Ich meine, ich hatte ja, also ich habe ja gesagt, ich habe im amerikanischen Kino sozusagen gelebt als Junge. Und
Von daher habe ich nie das Gefühl gehabt, oh Gott, wenn ich nach Amerika müsste und da Filme drehen, dann ganz im Gegenteil. Ich hatte das Gefühl, das wäre toll, wenn das mal klappen würde. Ich bin 87 rüber. Realisiert hat sich gar nichts erstmal, nicht? Überhaupt nicht. Ne? Wie das ja auch so typisch ist. Da wird erstmal so ein Ball hochgeworfen, mal sehen, wo er entfällt und ob es geht, ob es klebt oder nicht. Und von Anfang an war ich immer bei der Kamera und bei den Schauspielern ganz nah. Die spürten das und die meisten mochten das sehr gerne. Die spürten ganz genau, dass ich da war und mit ihnen es so richtig durchlebte, was da jetzt so passierte. Ich habe ja Clint Eastwood dahin gebracht. Ich glaube, es ist das einzige Mal, dass Clint Eastwood in einem Film geweint hat. Ne? In The Line of Fire. Weil er so ein Typ ist, der so nur ein Take und mache ich so und so und kannte das also und macht das so alles so aus einer gewissen Routine heraus und da ist er ja genial drin. Aber ich dachte, hier muss ich mal zwacken. Hier muss ich, jetzt kommt die Szene, wo er diese ganze Geschichte mit Kennedy, die passiert ist und über das er nie hinweggekommen ist, dass er den nicht hat retten können. Wenn er da am Fenster steht und der René Russo das erzählt und die Kamera geht so langsam auf ihn zu und es kommt so langsam stockend aus ihm raus, dachte ich, das ist der Moment, wo dieser Clint Eastwood mal so ein bisschen aufgebrochen werden muss. Wo er so. Und da habe ich dann gesagt, ganz simpler Trick, der René Russo, wenn die Kamera auf ihn zugeht, langsam, und du bist dann sowieso bald aus dem Bild, es geht hier nicht und deine Hand ist nicht im Bild, nichts ist im Bild, greif an einem bestimmten Moment des Dialogs, greif seine Hand und halt ihn ganz stark fest. Als ob du als Schauspielerin sozusagen bei ihm bist jetzt. Und das, wir drehten das und das haben wir, hat sie gemacht, genau an der Stelle griff sie und ich merkte, wie der Clint Eastwood dachte, was ist denn jetzt los? Und wie dem die Tränen kamen, die Lippen fingen an zu zittern und er versuchte mit aller Gewalt seinen Clint Eastwood durchzuziehen und zu halten, das ist aber nicht ganz gelungen. Und er war also wirklich hoch emotionalisiert durch diesen kleinen Trick. Das ist ein hoher Preis, den du auch zahlen musst. Ich habe dann halt auch gesehen, was das bedeutet. Da hast du jeden Tag 15 Stunden Dreh auf 110 Tage. Und da hast jeden zweiten, dritten Tag nachts um eins vierstündige Krisenbudgetbesprechung. Dagegen ist es hier zu arbeiten, Zuckerschlecken. Also sowas wie Troja zum Beispiel, einen Film wie den durchzuziehen, ne, das war schon eine schwierige Kiste. Und auch je teurer die werden und mehr Geld fürs Budget aufgebracht werden muss und dann die ganzen Stars auch noch zu koordinieren mit ihren ganzen Launen und Geschichten und allem drum und dran. Das ist schon heavy duty. Die Frage ist ja immer, verbringe ich jetzt 2 Jahre mit dem und wieso? Ja, man kann ja auch in der Zeit 3 kleine Low-Budget-Filme machen, dann muss man sich selber überlegen, wohin will ich, was will ich? Ich konnte ja gar nicht drüber nachdenken, wieder wegzugehen, weil es kam einer nach dem anderen. Und jeder war erfolgreicher als der nächste. Kein Hollywood-Regisseur damals hatte so eine Folge von Erfolgsfilmen hinter. Jeder hatte mal so seinen 1 oder 2 Dinger da, die auch runtergingen. Aber ich hatte für 5 Filme eine Erfolgsserie, die wirklich enorm war. Und dann waren die Filme auch so, was ich dann auch gerne mag, auch unterschiedlicher Art. Jetzt kommt ein echter Karl Schenkel, John Patek, der Chef von CAA, das ist die größte Agentur. Der hat sich seine angenommen. Das erste Projekt, was er machen sollte, das hieß The Hunt of Red October, den U-Boot-Film. Er sagte dann dem John Patek, einen Film ohne Frauen kommt bei mir nicht in Frage. Das war's. Der Süden Münchens ist deutsches Krimiland, Fernsehland. Dort am Isar-Hochufer wurde der Grundstein für das Helmut-Ringelmann-Country gelegt, die neue Münchner Fernsehproduktion, die über Jahrzehnte hinweg Serien wie den Kommissar, Derek und den Alten erschuf. Damals eine Art Zwischenstation für Schauspieler wie Doris Kunstmann und Horst Frank und viele andere, für die der Autorenfilm keine Verwendung mehr hatte, auf ihrer Fluchtreise hin nach Cinecittà. Noch heute meint man, die Fernsehstars jener Zeit könnten hier in Grünwald jeden Augenblick von allen Seiten auf einen zugeschlendert kommen. Auf diesen Villensträßchen, deren labyrinthisch verzweigtes System einer Erzählung des argentinischen Literaturmystikers Jorge Luis Borges zur Ehre gereichen würde. Hier bastelte unser Mann in Afrika, Jürgen Goßler, in seiner Firma Lord Film an der Finanzierung seiner verwegenen rhodesischen Filmabenteuer. Und irgendwo hier fand Anfang 2014 der Showdown des Films Harms von Niki Müllerschön statt,
einen neudeutschen Gangsterfilm, einem Werk der Liebe und der Sehnsucht nach einer anderen deutschen Kinozeit in der Zukunft. Das ist eine sehr düstere Musik geworden. Manchmal ist die so, so düster, so bitter und so böse, die Musik, dass sie fast in Gefahr gerät, alles an sich zu reißen. Ich habe sehr viel mit Stockhausen zu tun gehabt als Student. Und natürlich ist das ein ganz maßgeblicher, ein ganz starker Einfluss. Weil elektronische Musik war ja was ganz Neues. In dem Moment, wo ich den MOOC bekam, habe ich gemerkt, jetzt beginnt das neue Zeitalter für mich. Das vorher interessierte mich nicht. Diese Schnipseleien und was man da so macht, das wollte ich nicht. Es war mir auch alles zu kopfmäßig. Also ich habe keine Angst davor. Sie nicht, nein. Ich habe viel Melodien verwendet, hatte auch kein schlechtes Gefühl dabei. Inzwischen hätte ich aber doch auch eins. Warum? Weil Melodie was Fertiges und Eigenständiges und Abgeschlossenes hat. Mhm. Und sich, sagen wir mal, der Verbindung mit dem Film ein bisschen widersetzen könnte. Der erste Film, den ich mit ihm zusammen gemacht habe, war Lieb Vaterland magst ruhig sein. Und ich denke schon, dass ich da einfach was Brandenburgisch-Berlinisches machen wollte. Und Eichinger und Roland Dick kamen dann zu mir nach Hause. Und ich habe ihnen dann auf dem Flügel vorgespielt, was ich mir so vorstelle. Und da waren sie, oh, fantastisch. Und so. Die Empfindung ist bei mir anfangs ohne bestimmten und klaren Gegenstand. Dieser bildet sich erst später. Eine gewisse musikalische Gemütsstimmung geht vorher und auf diese folgt bei mir erst die poetische Idee. Mitte der 60er Jahre, als Klaus Lemke auf mich zukam mit Peter Berling, ob ich für seinen Film Negresco die Musik schreiben wollte und könnte. Na gut. Habe ich gemacht. Und es war natürlich eine aufregende Erfahrung, hatte sowas vorher nie gemacht. Also für mich repräsentiert ein Regisseur gewissermaßen auch das Publikum. Fulda ist einfach ein Erlebnis. Dieser Titelsong Vitamin C war eigentlich ein Stück, was schon vor dem Film existierte. Fulda hat es einfach so einen Spaß gemacht. Für den war das auch ein totales Rätsel, dass jemand mit so einem Band kommt, sich an den Schneidetisch setzt und sagt, nee, rück mal noch ein Stück, auch wir gehen da noch ein Stück zurück. Jetzt schneiden wir das hier raus und schneiden von da noch irgendwie das Stück ran, weil jetzt sitzt das richtig auf dem Bild. Und hat er sich sehr gewundert, so wurde in Hollywood nicht Musik gemacht. Als das Boot dann kam und ich diesen Roman las, hatte ich da schon das Gefühl, das braucht aber ganz eine andere Qualität und Struktur, diese Musik, bei der Außergewöhnlichkeit dieses Films. Die Grundessenz ist eigentlich die Melodik. Und die entstand ja bei dem Boot aus der Vorstellung, dass das absinkt, aufsteigt, das Echolot, das war im Rahmen dieser Entwicklung der Klänge innerhalb des Films. Ich war in der glücklichen Lage, ich hatte mein erstes digitales, komplettes Fairlight-System und konnte sofort alles aufgreifen, auch an eigenen Möglichkeiten, also elektronische Sounds zu erzeugen. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Drehbuch gelesen. Das ist eine Offenbarung, das ist ein Outing. Und ich sage Ihnen warum, weil ich es nicht kann. Ich kann kein Drehbuch lesen. Ich verstehe es nicht. Wenn ich das lese, denke ich, was ist denn das für ein Quatsch? Was ist denn das für ein Deutsch? Ich sehe nie die Handlung. Ich kann mir nur ein Klima vorstellen. Und das Klima musste mir der Regisseur vermitteln. Ich finde, dass eine Musik noch mal die Geschichte des Films von einem anderen Blickwinkel, Hörwinkel, noch mal erzählt. Und dann kam ein Mann, den ich sehr bewundere. Das ist Jürg Goslar. Thank you.
ging den weitesten Weg von allen. Jürgen Goßler, Schauspieler in Wir Wunderkinder, in Unewig singen die Wälder, Regisseur unzähliger Fernsehserienfilme, unter anderem Derrick, dreht 1976 und 1978 im untergehenden englischen Kolonialreich Rhodesien, dem heutigen Simbabwe, zwei ebenso Exploitation- wie Politkracher, einen über rachedurstige weiße Siedler und den zweiten über Sklavenhandel im 19. Jahrhundert. Beide Filme sind die einsame Produzenteninitiative eines leidenschaftlichen Regisseurs, der dem Fernsehen entfliehen wollte und der seine Chance mit beiden Händen packte. Mädchen und Staatsanwalt war ein Scheißbuch. Ein schlechtes Drehbuch? Ich habe mir gedacht, die Leute vom Fach werden erkennen, dass ich Regisseur bin, dass ich da was draus machen kann. Und die Leute haben sich natürlich, weil gerade die Nouvelle Vague anfing, haben sie gedacht, das ist jetzt meine Meinung, dieses Buch. Und haben mich natürlich sofort verrissen. Aber das Geld hat er eingebracht, der hat mir noch einen zweiten Film angeboten, der Produzent. Ein zu kurzes Drehbuch. Ich habe auf der ersten Sitzung gesagt, das Buch ist zu kurz, Freunde. Da haben die eher noch was rausgeschmissen. Und ich durfte ja nicht schreiben. Und ich habe ihnen nur vorgeschlagen, was noch rein müsste. Und das war natürlich für einen jungen Regisseur, wurde gar nicht gehört. Dieser Film war dann plötzlich 80 Minuten mit meinem Schnitt, anstatt 90, die der abgeben musste. Ein Star als Mörder? Der Gero Wecker, der mir ja freundlich gesonnen war, der hatte ein Projekt akzeptiert, wo der Walter Giller, der ja eigentlich ein Komiker war für die Leute, eine Frau heiratet, ins schöne Gebirge führt, das war die Marianne Koch. Und in dem Moment, wo sie merkt, dass der Mann sie ermorden will, wurde Farbe schwarz-weiß. Und das fand ich war eine tolle Sache. Das Publikum hat aber das nicht mitgemacht, dass ein Komiker plötzlich ein grausamer Mensch ist. Und dann haben die doch danach noch einen Film drangehängt, wo er dann aufwacht schön morgens und sagt, es war alles nur ein Traum. Genau, das war die Altbranche. Es hat mich dann ein Produzent angerufen und hat gesagt, ob ich in der Serengeti filmen will. Und da sage ich, ich mache alles. Mir scheiße gar nicht, warum sonst denn? Und das war dann ein Film mit Götz George und Loni von Friedel, die durfte ich besetzen. Und dann haben wir da 13 Folgen in ganz Namibia gemacht. Das waren Schmarren, alles Schmarren. Aber ich habe gesagt, das ist mir doch egal. Ich lerne ein Land kennen, das ich liebe. Ich hatte noch Geld und bin auf Reisen gegangen und habe in zwei kleine Tierfilme gedreht. Da kam ich dann auch bis zu den Victoria Falls. Und da war dann niemand mehr da. Da wurde von der anderen Seite schon geschossen. Weil ich immer gehört habe, Rhodesien ist so fantastisch, haben wir ganz Rhodesien angeguckt. Und dann stand ein Mann plötzlich neben mir an der Bar und sagte, Sie sind doch der Regisseur Jürgen Goßler. Dürfte ich Sie mal zu einem Abendessen einladen auf meiner Farm? Bei dem Abendessen hat er gesagt, er hat also einen Film gemacht in Amerika mit großem Erfolg, einen Hollywood-Film. Und er hat jetzt ein Buch geschrieben, aber dafür kriegt er keinen Verleiher. Und ob ich das mal lesen würde. Und dann habe ich das gelesen und sagte, das mache ich sofort. Das war so hervorragend geschrieben. Aber harte Geschichte. Ja. Harte Geschichte, aber das hat mich damals gereizt. Als ihr meine Farm niederbrannte und meine Frau umbrachtet, habe ich alles verloren. Vor allem Mitleid. Ich fand ihn so fantastisch, weil ich sah, wie die Zukunft aussehen wird. Und das wird grauenhaft werden. Ich habe den Mugabe auch kennengelernt. Und ich habe gewusst, das Land, das wird so kaputt sein, wenn die Engländer abziehen. Genau das wollen die Terroristen erreichen, dass wir den Kopf verlieren und auf alles, was sich bewegt, losballern. Und dann habe ich mir dann die Schauspieler danach ausgesucht. Ich kämpfe, um unser Land zurückzugewinnen. Und wem willst du es geben? Und ich bin einmal verwarnt worden bei einem Film, wo ich einen Schwarzen umarmt habe, öffentlich auf der Straße. Und die gesagt, das dürfen Sie nicht. Und dann habe ich gesagt, das mache ich, wie ich das will. Und dann hat er mir darauf gesagt, wenn Sie noch einmal einen Schwarzen in der Öffentlichkeit umarmen, werden Sie abgelöst. Wenn ein Schauspieler gut ist, ist mir völlig egal, welche Farbe, den umarme ich. Das ist mir völlig egal. Das war Sybil Denning. Man musste ja eine Person finden, die das machte. Und da gab es einen Liebhaber von ihr, der sehr viel Geld zahlte, wenn sie die Rolle spielt. Da habe ich dann zum ersten Mal kapiert, wie man sich finanzieren kann. Sie war gut, ja. Ich kannte die schon und ich habe gesagt, das wird sie schon hinkriegen. Da habe ich den Horst Frank alleine gelassen. Also ich habe
vorbereitet mein Kameramann, dass der unter ihm stunden wird, was der Horst dann in dem entscheidenden Moment machen wird. Wie kamen Sie denn auf den Horst Frank als Albino? Also ich war mit allen deutschen Schauspielern natürlich befreundet und ich habe gesagt, wenn ich als Deutscher einen internationalen Film mache, dann will ich meine deutschen Schauspieler auch. Und die kamen natürlich für umsonst praktisch. Man hat so das Gefühl, dass die so oft gedrehte untergehende Sonne in diesem Film, dass die gleichzeitig das Untergehen des Landes ist. Genau. Er sagte eines Tages zu mir, ich mache einen Film selber, mach so die Musik. Und da habe ich aber noch sehr klassisch orchestriert, habe ich noch mit klassischem Orchester eigentlich alles gemacht. Das traute ich mich noch nicht so recht da. Dann war es mir ein Bedürfnis nach diesem Film, einen endlich mal das zu machen, was dieses Land ausgemacht hat. Warum das heute alles so ist. Und habe mir dann einen englischen Autor geholt und das war so eine Scheiße, das Buch. Und dann habe ich dann selber noch das Drehbuch geschrieben. Das war ein Hasardeur. Ja, aber toll. Und auch mit Finanzierung, wie der das alles gemacht hat. Aber ich fand das toll. Wissen Sie warum? Weil ich auch so ein Hasardeur war. Wir waren alle Hasardeure. Die Leute, mit denen ich die Filme machte, wussten oft noch nicht, wie am Ende der Film finanziert werden würde. Können Sie für uns noch einmal erklären, was passiert ist damals? Dieses Schiff wurde also angegriffen von Schwarzen. Und die hatten also eine Bemalung. Und wir haben natürlich nur Schwarze ausgesucht, die perfekt schwimmen konnten. Wurde alles genau kontrolliert. Und der Lake Kyle ist ein großer See, hat eine kleine Insel. Ich habe natürlich auch vieles auf der Insel gedreht. Und in der Zeit ist nie Regen. Und der ist spiegelglatt. Und als wir zurückfuhren, fing es plötzlich an zu regnen. Und das habe ich schon einmal am Weißen Nil erlebt, selbst als Schauspieler. In Sekundenschnelle seid ihr alle nicht mehr da. Nichts ist zu sehen, absolut nichts. Das steigt so hoch und knallt wieder runter. Und da waren die waren 2 Meter hinter uns. Und dann sind sie abgesoffen. Und 5 Schwarze sind ertrunken. Und da habe ich dann gesagt, es können alle nach Hause gehen. Dann haben wir meinen Tod gedreht. Ich bin in München gelaufen, ich weiß noch genau, in Bogenhausen. Und habe mir gedacht, ich bräuchte irgendeine schwarze Stimme. Der Klang, ich brauche den Klang. Und da lief ein Schwarzer. Und da bin ich zu ihm hin, habe gesagt, können Sie singen? Und wo kommen Sie denn her? Er sagte, ich bin aus Ghana und ich studiere. Hab ich gesagt, können Sie singen? Er sagte, ja. Hab ich gesagt, kommen Sie doch mal mit. Und dann habe ich den mit ins Studio raufgenommen und dieses da, 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 das, diese schöne Folge hat er gesungen. Goslar war derjenige, der mir diese Freiheit ließ. Ich habe damals auch zu ihm gesagt, ich habe gesagt, wissen Sie, Herr Goslar, was macht man, wenn Ihnen das nicht gefällt? Dann ist das Geld weg, weil ich nehme Orchester auf. Und wir sind die Letzten an der Kette. Da sagt er mit seiner, da stehe ich drüber. Und das fand ich einfach großartig. Sie kennen den Werbespruch in Amerika, grausamer als Mandingo, wahrer als Roots. Oh, toll, ja. Wenn ich gewusst hätte, was passieren würde, wäre ich nie zurückgekommen. Ein paar Blumenkästen haben sie am Bahnhof zwischen den ewigen Kanaken aufgestellt. Das Taxi ist 1 Mark teurer geworden, sonst hat sich nicht viel getan. Nach 3 Jahren bin ich wieder da angelangt, wo damals alles begann, im Susi-Wurm. Damals hieß sie Gisela, blöder Name. Wir hatten versucht, hier rauszukommen aus der Provinz, haben Dutzende von fremden Susi-Wongs in Dutzenden von anderen Städten kennengelernt. Gisela ist verheiratet und ich, naja, ich bin wieder hier, in Lüdenscheid, im Susi-Wurm. Ich ging durch die Welten, ich stieg in die Sonnen und flog mit den Milchstraßen durch die Wüsten des Himmels.
aber es ist kein Gott. Ich stieg herab, soweit das Sein seine Schatten wirft, und schauerte in den Abgrund und rief: Vater, wo bist du? Aber ich hörte nur den ewigen Sturm, den niemand regiert. Und der schimmernde Regenbogen aus Westen stand ohne eine Sonne, die ihn schuf, über dem Abgrunde und tropfte hinunter. Und als ich aufblickte zur unermesslichen Welt nach dem göttlichen Auge, starrte sie mich mit einer leeren, bodenlosen Augenhöhle an. Und die Ewigkeit lag auf dem Chaos und zernagte es und wiederkäuerte sich. Schreiet fort, Misstöne, zerschreiet die Schatten, denn er ist nicht. Es darf nie irgendwas Extremes sein oder was Radikales oder was Anarchistisches oder was Freches, was Bösartiges, was richtig emotional übersprudelt, sondern es muss immer irgendwo so ein weicher Teppich bleiben, auf dem sich alle bequem ausruhen können. Ich bin insofern in Wartestellung, als dass ich 8 verschiedene Drehbücher entwickelt und geschrieben habe. Was ist denn der Clou deiner Geschichte? Das kann ich jetzt nicht sagen. Das sage ich dir nachher, wenn wir fertig sind. Aus, ja. Was uns Robert Siegel jetzt erzählt, das wird natürlich nicht verraten. Es ist eine Geschichte aus dem deutschen Herzen der Finsternis. Und nach Erzählungen dieser Art wollen wir nie mehr in die Heimat zurückkehren, weil sie sich uns nun ein für alle Mal so gezeigt hat, wie wir es ja schon immer vermutet hatten. Der Heimatfilm ist ein absolut genuines deutsches Genre. Es ließe sich ja die These aufstellen, dass es den deutschen Film nie gegeben hat. Ne? Arnold Hauser hat zum Beispiel schön beschrieben, dass Theaterproduktionen, wie wir sie im 18. und frühen 19. Jahrhundert hatten, sozusagen lokale und regionale Märkte brauchten, um die Kosten, die sie gemacht hatten, wieder einzuspielen. Und dass der Film eigentlich von Anfang an ein internationales Publikum gebraucht hat. Der Stummfilm konnte das ja auch sehr leicht sein. Der Goebbels hat das ja wirklich großartig geschafft. Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, 36, 37 hat der deutsche Film im Ausland noch 10% dessen eingespielt, was er 33 eingespielt hat. Da hat man den Film erfolgreich deutsch gemacht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass der Heimatfilm den Nazis etwas zurückblickend war. Das Kino hatte schon eher so eine Art Modernitätsauftrag. Es sind ja nicht nur die Menschen aus Deutschland vertrieben worden und nach Hollywood gegangen. Es sind mit ihnen ja auch sozusagen Stile, Erzählweisen, Thematiken mitgegangen. Man kann ja sehen, wie aus dem deutschen Genre-Kino der Weimarer Republik, wie das zum Beispiel in der Figur Kurt Siodmak dann in das Hollywood-Kino eingespeist wird mit Erfindung des Wolfsmann, aber auch den Dracula-Film, diesen B-Film, den Horror-B-Film, für die Kurt Siodmak steht. Da wurden so unendlich viele Leute dann vertrieben, die das viele Jahrzehnte weiterhin hätten pflegen können. Der Heimatfilm ist Nachkriegskino. Es ist etwas, das ab circa 1948, 49 entsteht. Es hat unglaublich viel zu tun mit Fragen bundesdeutscher Identitätsfindung. Und der Heimatfilm ist ein sehr kurzes, sehr intensives Stück Genregeschichte. Der Heimatfilm war sicherlich der Versuch einer Identitätsstiftung. Er ist der Versuch, etwas zusammenzubringen, was sich scheinbar nicht zusammenbringen lässt, nämlich Zeit und Ewigkeit. Nicht bei mir geht andern Gang, falsches Lied, der Vogel sang, von mir und dir, von mir und dir. Da. Nur du. Moorfilm ist ja so das eines der, was soll ich sagen, überhaupt dem Unheimlichen ja doch sehr entgegenkommendes Terrain, wo sich Heimatfilm und dann oft genug auch, sagen wir mal, Schauerkino ganz hervorragend treffen. Warum lässt du mich denn warten? Was willst du denn noch, Dietrich? Du hast doch nun, was du willst. Dorothee, ich bin nur gekommen,
wie weiß deine Haut ist. Von 48 bis 52, 53, also 5 Jahre lang, hast du das Gefühl, Deutschland ist die Heimat des Avantgarde-Horrorfilms. Und dann verebbt es wieder. Also ungefähr zu der Zeit, wo dann halt eben auch der Alraune von Rabenaal entsteht. In dem Augenblick, wo es schwer auch im deutschen Unterbewusstsein rumpelt, springen sie alle hervor, die ganzen Geister. Ich war ja selber mit 13 Jahren Kriegsfreiwilliger. Und der Einzige, der sich nicht freiwillig gemeldet hat von einer Führerschule, wo wir waren, der Einzige, der die Hand gehoben hat bei Gegenprobe, nicht Schäfer hieß er, aus meiner Stadt, Mayen in der Eifel. Und als er gefragt wurde von diesem Offizier, von ihm, warum nicht Schäfer? Und er sagte, da muss ich meinen Vater fragen. Großer Lacher. Wer hatte einen Vater? Von all diesen 50, 53 hatte fast keiner einen Vater. Und er musste seinen Vater fragen. Ich erinnere mich, dass am Schluss des Lehrgangs wurde ich dann gerufen. Man fragte mich, Adolf, du hast eine gute Kommandostimme, warst unser bester UVD. Was macht man jetzt? Willst du zum Westwall schippen oder nach Jena auf einen Führerlehrgang? Führerlehrgang in Jena, sagte ich. Aber in der Tat sind viele von diesen Jungen, die damals an den Westwall kamen, nicht mehr zurückgekommen. Eine Freundin erzählte mir, dass ihre Mutter auf die Frage, wie sie denn mit all den ab und zu angedeuteten grauenhaften Kriegserlebnissen in ihrer Seele überhaupt hatte weiterleben können, der Tochter antwortete: Damals gab es noch kein Unterbewusstsein. Als ich vorgestern ganz überraschend seinen Brief bekam, da fiel mir ein Nachmittag mit ihm in Leipzig ein, an dem wir zusammen das Völkerschlachtdenkmal besuchen wollten. Und ich erinnerte mich, wie er einen Wutanfall bekam, weil das Innere des Gebäudes aus bürokratischen Gründen gerade an diesem Tag für Publikum geschlossen war. Und wie wir dann aber eine Stunde fast wortlos um das Denkmal kreisten und er immer vorauslief und mich dann rief, um mir seine, wie er sagte, völlig alternativlose Begeisterung über eines der Reliefs aus sächsischem Vulkangranit mitzuteilen. Und wie er unter dem heiligen Michael stehend schließlich Tränen in den Augen hatte. Daran musste ich denken. Denn vorgestern schrieb er mir, dass er jetzt, nach all den Jahren, beschlossen habe, dorthin zu gehen, in die Ukraine, wo sein Vater als Soldat im Krieg angeblich von Vampiren befallen worden sei. Davon hatte er mir bislang nie erzählt. Er schrieb, der Vater sei mit seinem Trupp nachts nach langem Marsch an einem verfallenen, hotelartigen Gebäude, das offenbar leer stand, in einer einsamen Waldgegend angelangt. Die ausnahmslos sehr jungen deutschen Lanzer verteilten sich auf die Zimmer. Jeder schlief allein in einem Raum, ein ungewohnter Luxus für die Männer nach all den Monaten gemeinsam im Feld. Mitten in der Nacht erwachte der Vater trotz seiner Müdigkeit vom Geräusch von Dutzenden kleiner Flügel im Raum. Er suchte ein Licht, fand zunächst keins, dann... Eine unsichtbare Frauenstimme sprach, er möge das Licht löschen und den Mut haben, sich zurück auf sein Bett zu legen. Sie verspreche ihm, er werde diese Nacht nie vergessen. Der Vater habe später seinem Sohn erzählt, was er der eigenen Frau nie erzählt hatte, wie er stundenlang die kleinen Zähne und Münder an seinem Körper gespürt habe. Zärtlich und brutal, flüsternd und kichernd. Und bevor er von schmerzhafter Freude ohnmächtig wurde, fragte ihn die unsichtbare Stimme wieder: Willst du einer von uns werden, für ewig? Oder willst du Mensch bleiben? Er wählte den Mensch und sie ließen von ihm ab. Aber die Stimme folgte ihm in seinen traumlosen Schlaf. Da du uns nun mal in die Hände gefallen bist
Und auch wenn du nun nach dieser einen Nacht als Mensch weiterleben willst, so wirst du dafür gezeichnet werden, für dein Leben. Zur Erinnerung an uns. Und am nächsten Nachmittag in der frühen Abenddämmerung traf seinen Vater in einem kleinen Gefecht an einem Waldrand eine Kugel. Sie zerfetzte ihm den Arm fast vollständig. Mein Freund schrieb in seinem Brief, dass er als Kind oft an seinem Vater eine Sehnsucht gespürt hatte. Zurück, fort von der Familie, fort wie in eine andere Welt. Dass er Vater immer leidenschaftlicher Blumen und besonders Rosen gezüchtet habe und dass er, der Sohn, gesehen habe, wie sein Vater beim Anblick der kleinen Blütenköpfe, wenn sie sich in einem frühen Herbstwind wiegten, wie in eine Art Trance gefallen sei, weil sie ihn an die Köpfe der kleinen Vampirinnen erinnert hätten, vollgesaugt mit seinem Blut. Und er schrieb mir vorgestern, dass er jetzt, 50 Jahre nach dem Tod des Vaters, diese Welt im Osten selbst werde suchen gehen. Ich wollte Erfolg haben. Und die Filme, die mich begeisterten, Downtown-Puppen der Unterwelt und blutjunge Mädchen in den Krallen gieriger Bestien und das Bambuscamp der gequälten Frauen gesehen habe, das kleine, schmutzige Kommerzkino. Aber für mich war Kino immer gleich mit Kommerz und mit Wirtschaftlichkeit gleichgesetzt. Ich wusste, dass Punk der Trend war. Gesagt, okay, dann lass mich mal nach London fliegen, ich guck mir das an und war so fasziniert von der ganzen Energie, dass ich gesagt habe, okay, den Film machen wir. Und dann sind wir 2 Wochen später für 2 Wochen nach London geflogen, ohne Idee. Der Helge hat ja alles aus der Hand gedreht und hat sich da reingestürzt. Und ja, wenn er durch seine Kamera geguckt hat, hat er nicht mehr rechts und links gesehen. Und er hat sich dann auch nicht dran gestört, wenn da 100 Punks irgendwie ihm auf die Füße treten. Und er fand es nur scheußlich, dass die Angewohnheit hatten, immer in die Kamera zu spucken und dadurch auch auf ihn. Also da ist er dann manchmal schon sauer geworden und hat sie in Bayerisch übel beschimpft. Dann haben sie da auch aufgehört, das zu machen. Für mich war die Punk-Zeit auch eine ganz wichtige Zeit und vor allem die New Wave-Zeit. Die Sau ist kreiert worden im Café Münchner Freiheit. Mit verschiedenen Leuten, mit denen wir einen täglichen Stammtisch hatten. Und wir halt beklagt haben, dass kein Anarchismus möglich ist, dass alles verspießert ist und so weiter. Für mich war halt immer spannend die Szene, die sich gerade entwickelt. Mich hat diese ganze Welt, nennen wir es mal die Medienwelt, von Kind an interessiert. Und ich war im Grunde fertig, Filme zu machen, lang bevor ich nach München kam. Ich habe immer versucht, sozusagen ein ästhetisches Programm quasi durchzuziehen. Film ist Musik, Film ist Design, also Mode, Fashion und all das. Extremer, breiter! Chrissy, geh mal raus! Was, ich? Hier sehen wir Roger Fritz in Jet Generation, der uns am Münchner Gipsattelberg zeigt, wie man im deutschen Kino eigentlich Auto fahren sollte. Heute würde er dafür vom Aufnahmeleiter wahrscheinlich an der nächsten Polizeistation abgeliefert. Meine tiefgreifenden Pubertätserlebnisse mit Mädchen im Sauerland haben mich, glaube ich, fürs Leben geprägt und ziehen sich durch die ganzen netten Filme. Diese Boy-Meets-Girl-Geschichten haben alle ein sehr provinzielles Flair. So war meine Idee dann, ich muss einen Erfolgsfilm machen und erkannte dann in der Neuen Deutschen Welle, dass da Figuren kamen, die filmtauglich waren. Da waren dann auf einmal junge, nette Gesichter wie Markus und Nena. Und ich hatte mal eine Geschichte geschrieben, die in den 50er Jahren spielt. Das sollte sowas wie American Graffiti auf Deutsch sein, Rummelplatz der Liebe. Und er gesagt, dann lass uns doch daraus einen Markus und Nena-Film machen. Bei Gib Gas haben die Leute mir gesagt, also wie Mike Wiedemann, ist ja schön, dass du so einen Erfolg hast, aber muss das so ein Film sein? Und bei Manta hatte mir bei der Mischung Hermann Weigel gesagt, dass ich nicht annehmen soll wegen der Kritik von der Konstantin, dass ihm der Film nicht gefallen würde. Er wird ihm sehr gut gefallen und wird auch das Prädikat Bernd Eichinger präsentiert bekommen, und was nicht jeder Film kriegt. Und wie gesagt, ja, dann wollen wir hoffen, dass es auch ein Erfolg wird, dass ich weiterarbeiten kann. Und Hermann sagte, hast du schon mal gehört, dass in Deutschland nach dem Erfolg ein Regisseur einen Auftrag kriegt? Da
Das habe ich für einen dummen Scherz gehalten. Ich versuche jeden Film so schön wie irgend möglich zu machen. Aber natürlich steckt hinter dem Glanz der Horror. Allerdings wahrscheinlich schon so Einzelfälle, auch im Werk von Eckhard Schmidt, wo auch in den 80ern deutsche Fantasy, romantische Märchen mal kurz auf der Leinwand zu sehen waren. Blowing the moon away lights me up for one more day. Ich habe begriffen, dass Film eine Einstellung ist. Das habe ich gelernt im Grunde durch ein Interview mit Melville, Jean-Pierre Melville in Paris. Der hat mich einen ganzen Tag durch die Stadt gefahren und hat mir gezeigt, wo er was gedreht hat. Und es waren nur Segmente. Der hat mir gesagt, in dem Café habe ich nur das genommen. Und von dem Haus, von der Fassade, habe ich nur das genommen. Und er hat mir gezeigt, dass Film eigentlich ein Puzzle ist. Das Authentische im Film gibt es nicht. In einem guten Film ist alles fiktiv. Das heißt, ich kreiere eine Welt. Ich benutze nicht die Welt, die da ist. Die kreiere ich selber. Nach der deutschen Wende bricht die Vorstellung von einer Art Film, der auch abseitigeren Lustbarkeiten zugeneigt ist, schnell endgültig zusammen. Man kann ab 1990 beinahe zusehen, wie das Kino der unsittlicheren Freuden verschwindet. Succubus von Dressler von Ende der 80er ist so außerhalb der Zeit und Raum, so ein Einzelstück, so ungeheuerlich, dass man bei genauerem Betrachten denken könnte, okay, es ist ein Heimatfilm vielleicht, aber von 1988, oder es ist ein Sexfilm, aber in den Alpen, okay, aber es ist kein Dirndlfilm, es ist das Gegenteil davon. Und von einem alten Mann, der zu dem Zeitpunkt, wo man gar nicht mehr weiß, dass der überhaupt noch Filme macht. Und der Produzent Franz Seitz hat das Drehbuch geschrieben. Christoph Schlingensief ist Regieassistent. Und der Film kam, ich glaube, nicht wirklich ins Kino. Und alle, die ihn gesehen haben, schütteln nur den Kopf und sind aber alle begeistert und können es nicht fassen, was man da entdeckt hat. Ich bin mit Fantastik aufgewachsen. Das war das, was ich immer lesen wollte, sehen wollte, selber machen wollte. Ich habe mich tatsächlich lange dieser frühen deutschen Fantastik aus den 10er, 20er Jahren verbunden gefühlt. Die ganzen großen Stummfilmklassiker sind ja zu drei Vierteln fantastische Filme. Viele von denen basieren ja auch auf Romanen aus der Zeit. Das kam dann wieder so durch den Hintereingang des Heftromans. Das, was im Film das Schmuddelkino, das Bahnhofskino war, das war in der Literatur der Heftroman. Und in dem fand Fantastik statt in Deutschland. Ich wollte eigentlich schon so an die deutsche Fantastik-Tradition anknüpfen, an Dr. Mabuse und vor allem Al Raune. Wollte ich immer sehr, sehr gerne machen. Dann kam eben mein erster Film Laurin, ein historischer Horrorfilm, in dem ein kleines Mädchen sich auf die Suche nach einem Kindermörder begibt und dabei selbst in Todesgefahr gerät. Wenn du den Fluch jetzt mal heute anschaust, dann ist das gar nicht so wild. Fluch war ja eigentlich relativ konventionell und brav noch erzählt. Gut, inhaltlich war das so der erste grüne Horrorfilm, sag ich mal so, ne? Babylon war fast eine Verzweiflungsfahrt, weil Fluch ist nicht gut gelaufen. Die Filme, die ich machen wollte, hätte ich im System nie eine Möglichkeit gehabt. Hauptarmee, da wird zur Hölle fahren. Wild ist sowas wie ein Ein-Mann-Sonderweg, der, glaube ich, gerne der Hauptweg gewesen wäre. Zieh ihn raus! Oh Gott! Ah! Jack! Jack!
kommerzielle Erfolg alleine ist kein Grund, beschäftigt zu werden. Die künstlerischen Qualitäten, durch die sich ja viele Leute berufen, die einen erfolglosen Film nach dem anderen machen, können es auch nicht sein. Bestimmte Tabus haben natürlich gar keine Chance. Und es ist in Deutschland ja eben noch stärker, glaube ich, als in anderen Ländern, der Bereich zwischen U und E, Unterhaltung und ernsthafter Kunst. Nein. Das sind die Filme, die am nächsten an mir dran sind. Und ich hätte ja, wenn der DVD-Markt nicht kollabiert wäre, immer so weitergemacht. Das sind die Filme, auf die ich stolz bin und wo ich sehr froh bin. Also wenn ich die Filme nicht gemacht hätte, würde ich sehr unzufrieden durch die Gegend laufen und mein Leben als verfehlt betrachten. Was wir in Deutschland tatsächlich seit den 60er Jahren irgendwie stark vernachlässigt haben, sind ja diese speziellen Kinogenres. Also Science-Fiction, Horror, Fantasy. Deutschland hängt da hinterher. Deutschland hängt da massiv hinterher, glaube ich. Das gibt den Autorenfilm, den gibt es aber auch als eigenes Genre. Ansonsten die klassischen Genres existieren doch eigentlich gar nicht mehr so richtig in Deutschland, oder? Am Ende der 90er kamen dann plötzlich ein, zwei, drei Produzenten auf mich zu, nachher auch RTL selbst. Und haben mich einfach gefragt, ob ich was machen möchte. Das war ja nach dem Erfolg von Scream. Das war ja sehr an dieser Rezeptur angelehnt. Und also vor allem der erste in der Schule, der mit dem kuriosen Titel Schrei, denn ich werde dich töten. Ich konnte mit Mühe und Not abwenden, Schrei, Girlie, denn ich werde dich gleich töten. Es war ein ziemlicher Kampf, aber wir haben es geschafft. Und dann hat der Robert Siegel diesen Film dann ja dann gemacht. Und eine Fortsetzung dazu haben wir auch noch gemacht. Sehr schnell, also innerhalb von einem Jahr. Und es gab dann Ende der 90er eben schon einige Produzenten, die sowas machen wollten. Das ist, glaube ich, die traurige Erkenntnis, die ich jetzt nach all diesen Jahren habe. Wir setzen einfach zu wenig Geld um. Das ist wie, wenn du dir vorstellst, das ist eine blöde Geschichte, aber ich meine, in Holz gefiert, die bauen halt Autos, da geht die Tür zu. Und Mercedes oder BMW, da sind 100 Leute beschäftigt, die das kreieren, wie das klingt, wenn die Tür zugeht. Mhm. Ja? Und im deutschen Film ist es halt so wie bei Polski Fiat. Hauptsache die Tür geht zu. Na, Harms war die Idee, dass wir eben eine Sehnsucht haben und auch das Potenzial sehen und auch die Geschichten sehen aus unserer eigenen Kultur, unseren eigenen Städten heraus, unseren eigenen Unterbauch zu erzählen. Weil es auch Spaß macht. Es macht natürlich auch Spaß, den amerikanischen Unterbauch anzugucken. Aber wenn man einen eigenen hat, dann hat er es doch vielleicht verdient. Ich glaube, dass wir, sagen wir mal, als Nation oder Volk mit einer gewissen Mentalität ein richtiges Problem mit dem Bösen haben. Wir haben so eine unglaubliche Harmoniesucht in diesem Land. Und wir müssen uns auch ständig abgrenzen gegenüber den anderen, dass wir unsere Brutalität, unsere Gewalt, unser Unrecht, unsere sozialen Missstände am Ende immer relativieren oder verharmlosen. Wo wir zu so gewissen Elementen unseres Seins nicht so gerne stehen wollen. Oder nur in sehr abstrahierten Formen. Und was Harms betrifft, ich meine, wenn du dir das deutsche Kino anguckst, siehst du Komödien hauptsächlich. Und wenn du dir das deutsche Fernsehen anguckst, dann ist es interessant, dass es erzählt wird immer aus der Perspektive des Guten. Wir erzählen ja nicht mal die Problematik des Polizistseins in Deutschland. Nach den Reaktionen vieler Produzenten, dass sie sagen, damit kann man keine FSK 12 bekommen, dadurch kriegen wir auch keinen Sender und ohne Sender kriegen wir keinen Verleih und keine Förderung. Und dann hat sich's eigentlich schon ausgeträumt. Aber viele amerikanische und auch zum Beispiel dänische Produktionen kommen auf diesem Wege hierher, machen einen Film wie Antichrist, der dann auch noch ab 18 ist und kriegt Förderung. Da sieht man, wenn das jetzt nicht gleich wieder rausgeschnitten wird, wie Willem Dafoes Schwanz abgewichst wird und es spritzt Blut raus und sie schneidet sich die Glitoris auf mit einer Rasierklinge. Das ist alles kein Problem, solange es
Lars von Trier oder ein ausländischer Regisseur ist, aber wir dürfen das nicht. Kann es nicht sein, dass das Publikum jetzt endlich dann so funktioniert, wie die Fernsehschaffenden es haben wollten? Und ich glaube, dass man den Weg heute nicht mehr miteinander gehen können würde, weil so viele Leute mitreden. Wenn es nicht ein Problem gibt, dann ist der Film nichts wert. Ein guter Film ist ein Themenfilm. Ich habe das Gefühl, ein wahnsinniges Über-Ich funktioniert. Was Ihnen sagt, eine hässliche Frau mit einer hässlichen Mutter, muss ein guter Film sein. Aber das ist doch wirklich, wie hießen das früher, Integrationsscheiß oder so. Vision von anderen Leuten wird hier überhaupt nicht mehr geschätzt. Ja, das war ein Riesenproblem. Das war ein Riesenproblem am Anfang, weil man den eben nicht als Genre klar eingrenzen konnte. Was schön ist, ist natürlich, dass es so in den letzten 5-10 Jahren, das beobachte ich jetzt schon immer mehr, halt viele auch jüngere Filmemacher gibt, die anfangen, sich eben auch mit Genres wie Horror, Fantasy, Science Fiction auseinanderzusetzen in Deutschland. Horrorfilm funktioniert ja eigentlich dadurch, dass der Zuschauer Angst bekommt. Und es ist relativ schnell klar, dass von diesen Wesen keine wirkliche Gefahr ausgeht. Es ist kein klassisches Coming-of-Age-Drama. Es ist kein Science-Fiction, auch wenn es Elemente gibt vielleicht. Es gibt natürlich Referenzen zu E.T. Und das war das ganz große Problem, weil das eben sich nicht eingeordnet hat in einer Genre und dann dadurch Leute auch das in der Finanzierung nicht wirklich wussten, was sie damit anfangen sollen. Ich würde mir halt eine Landschaft wünschen, wo eine junge Generation von Hochschülern kommt und mal sagt, und jetzt wollen wir das machen, setzen wir auch durch. Was mich da optimistisch macht, ist die Tatsache, dass es grundsätzlich dieses Publikum in Deutschland gibt, was sich für deutsche Fantasy, für deutsche Mythen auch interessiert. Weil in der Literatur gab es dieses Comeback ja sozusagen. Ne? Also, und wenn das in der Literatur möglich war, dann muss das auch in Film oder im Fernsehen möglich sein. Da glaube ich jetzt vorläufig schon mal erstmal dran. Das wird nicht von heute auf morgen passieren, das werden wir nicht mit dem Fingerschnippen hinkriegen. Aber ich glaube, dass das grundsätzlich möglich ist. Ich habe mal die Johnny Carson Show gemacht. Das war der berühmteste amerikanische Talkhost, den es überhaupt gab, der zu mir gesagt, er hatte noch nie irgendwas von einem deutschen Regisseur gehört. Noch nie irgendwas von einem deutschen Film. In der Show selber saß Sam Peckinpah noch neben mir. Da hat er gesagt, we don't know anything of you. What are you doing in Germany? Wer weiß, was in Italien passiert wäre. Wer weiß, was nach Italien passiert wäre. Irgendwie war sie wie Gisela. What are you doing in Germany? What are you doing in Germany? Was gewann? Bei uns ist heute